Erstmal Servus, willkommen bei Nowitzkers Stunde und wir machen heute die dritte Sorte an Plätzchen, die auf meinen Plätzchenteller kommen. Und zuerst vermischen wir Mehl, Zucker und gemahlene Mandeln in eine Rührschüssel. Dann benötigen wir weiter noch zwei Eigelbe und Butter. Natürlich kann man als Alternative natürlich Margarine nehmen. Wir rühren das Ganze richtig lange durch, weil der Teig, der muss richtig homogen in der Konsistenz sein. Den Teigboller, den wickeln wir dann anschließend in Frischhaltefolie ein und geben ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Parallel dazu benötigen wir noch ein Eigelb und geben einen Esslöffel Milch hinzu und verquirlen das Ganze. Und nach 30 Minuten können wir den Teigboller schon mal wieder aus dem Kühlschrank herausholen. Davor haben wir dann aber schon mal die Arbeitsfläche eingemehlt. Wir nehmen dann einen Teil vom Teig und rollen ihn zu Würstchen. Und von der schneiden wir dann so Rädle ab. Und diese Rädle formen wir dann zu Kugeln. Und das machen wir so lange, bis wir ein ganzes Blech voller Kugeln haben. Ja, und parallel könnt ihr ja auch schon mal schauen, ob ihr irgendwo einen Kochlöffel findet. Aber jedenfalls, wir brauchen einen runden Holzstab. Und das Ende des runden Holzstabes drücken wir nachher in diese Teigbällchen rein. Glücklicherweise habe ich ein Gnocchi-Brett und das ist genau richtig. Könnt ihr euch noch an das Eigelb mit der Milch erinnern? Das kommt jetzt ins Spiel. Wir bestreichen diese Teigbällchen jetzt mit diesem Eigelb. Gut, weiter füllen wir sie dann mit Himbeergelee oder mit einer anderen Marmelade, je nach Geschmack. Und erst folgend kommen sie dann in den Ofen. Und den haben wir schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Denn anschließend nach dem Füllen kommen sie gleich in den Ofen. Wenn wir sie anschließend dann aus dem Ofen entnehmen, dann nehmen wir Puderzucker und bestäuben die noch heißen Brädle, sprich Husarenkrapfen oder auch Engelsaugen genannt. Gleich danach kommen sie dann in meinen Plätzleteller und dann ist mein Plätzleteller für dieses Jahr fertig. Und wie sieht er aus? Sieht doch super aus, oder? Richtig lecker und mit Brädle, die gar nicht so schwer zu machen sind. Ja. So muss das sein. Aber wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nowitzkers Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.